Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Stuttgarter Neckarstadion beim deutschen Pokalendspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Ich darf Ihnen schnell die Mannschaften sagen, sehen Sie hier eingeblendet. Der 1. FC Köln in stärkster Besetzung. Es gab eigentlich nur Diskussionen um den Platz des Rechtsaußen. Er wird von Paritz mit der Nummer 7 eingenommen. Kapellmann hat eine leichte Knöchelverletzung und sitzt auf der Bank der Auswechselspieler. Die Münchner Bayern spielen ebenfalls in ihrer stärksten Besetzung mit Koppenhöfer und Breitner als Verteidigern, der bekannten Mittelachse mit Roth, Zobel und Tönes und im Sturm zum ersten Mal wieder mit Gerd Müller mit der Nummer 9 und das war Wolfgang Oberath. Der Mann, der jetzt hier im Bild auftaucht, das ist Mittelstürmer Rupp. Er hat nicht geschossen, sondern Wolfgang Oberath, der 1. FC Köln, also in weißer Spielkleidung. Schiedsrichter ist Ferdinand Biversi aus Blies-Ransbach im Saarland. Schwarzenbeck. Ein Foul von Wolfgang Oberath, etwa 25 Meter vor dem Tor von Soskic. Brenninger. Die erste ganz große Chance für Charlie Mrosko. Charlie Mrosko, den Rechtsaußen der Münchner Bayern. Müller. Koppenhöfer. Beckenbauer. Das ist Kaiser Franz, der Kapitän der favorisierten Bayern. Biskup. Simmet. Oberath. Paritz. Oberath. Mrosko. Brenninger. Koppenhöfer, der rechte Verteidiger. Beckenbauer. Und Sie hören die Reaktion der Zuschauer. Sie hören in erster Linie die Reaktion der Bayern-Fans, die hier mit 15.000 Besuchern angerückt sind. Aber das war abseits, das konnten Sie selbst sehen. Also kein Tor, dieser Schuss von Gerd Müller. Der kurzgeschorene Rasen im Stuttgarter Neckarstadion ist in gutem Zustand. Es gibt nur ein paar kahle Stellen in den beiden Torräumen. Das Wetter feucht, kühl, ein heftiger, böiger Wind. Die Kölner hatten Platzwahl und sie spielen zunächst mit dem Wind im Rücken. Ganz gefährlich diese Rückgabe von Weber.
Dieter Brenninger, der Linksaußen der Bayern, der heute sein letztes Spiel macht, der in der nächsten Saison für Young Boys Bern spielen wird. Das ist der junge Breitner. Brenninger, Hoeneß, Koppenhöfer. Koppenhöfer, der rechte Verteidiger der Bayern. Er ist ein schneller Mann und er hat deshalb den Vorzug erhalten vor Pum und vor Hansen. Trainer Lattek hat drei hervorragende Verteidiger für einen Platz zur Verfügung. Ballflohe, Overath. Eckball zeigt der Linienrichter an. Das ist die Bank der Bayern, vorn Trainer Lattek, hinter ihm mit der Pfeife Manager Schwan. Lohe. Sepp Maier, Deutschlands Torwart Nummer 1 im Tor der Münchner Bayern. Beckenbauer. Rot und Soskic. Rot, dieser Athlet, eine der entscheidenden Figuren im Mittelfeld. Zobel, Müller, Zobel. Ich sagte Ihnen schon, das ist jetzt die Bank der Kölner. In der Mitte Trainer Ernst Otschwirk, der am Ende dieser Saison wieder zurückgehen wird nach Österreich. Sagt Ihnen schon 15.000 Schlachtenbummler aus München und Umgebung. Die Kölner haben nur etwa 5.000 Anhänger mit nach Stuttgart gebracht. Gerd Müller. Uli Hoeneß. Müller. Roth. Rupp, der Mittelstürmer. Roth ist der unmittelbare Gegenspieler von Wolfgang Overath, aber er begnügt sich durchaus nicht damit, den Kölner Dirigenten abzuschirmen, sondern ist selbst sehr offensiv. Beckenbauer. Morozko. Charlie Morozko.
Thielen. Müller. Das war ein Schuss von Franz Roth, den sie in München den Bullen nennen, wegen seiner enormen physischen Kräfte. Der Eckball wird getreten von Roscoe. Oberrat. Sie sehen selbst, die Hälfte der Bayern war bei diesem Abschlag von Oberrat völlig leer, ausgenommen Torwart Meier. Schwarzenbeck. Müller. Wieder Schwarzenbeck. Eckball durch den rechten Verteidiger Thiel. Sie sehen am Tor Thiel, Müller und Wolfgang Weber. Roscoe. Brenninger. Müller. Soskic, der Jugoslawe, Milutin Soskic im Tor der Kölner. Für Manfred Manglitz, der ganz dick in den Bestechungsskandal der Bundesliga verwickelt ist. Oberrat. Schwarzenbeck und Rupp. Falls Sie sich etwas später eingeschaltet haben sollten, meine Damen und Herren, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln ist in der 12. Minute und es steht 0:0. Die Kölner in weißer Spielkleidung. Beckenbauer. Weber. Ja, Bayern-Trainer Lattek ist dafür bekannt, dass er vorsichtig zurückhaltend spielt und dann mit schnellen Konterstößen gefährlich zu werden und Erfolg zu erzielen. Aber heute stürmen die Bayern von der ersten Minute an, wie sie selbst miterleben durften, auf Sieg. Hoeneß, Paretz, Beckenbauer. Für den 1. FC Köln. In der 14. Spielminute durch Mittelstürmer Rupp. Bernd Rupp, der auch in der Bundesliga für die Kölner Mannschaft die meisten Tore schoss. 14 Mal war er erfolgreich.
Und wieder. Beckenbauer. Breitner. Zobel. Wieder Breitner. Koppenhöfer. Tja, den Zuschauern kann es nur recht sein, wenn die Kölner gegen den hohen Favoriten Bayern München ein Tor vorlegen. Das kann dieses Pokalendspiel nur beleben. Und neben den Schlachtenbummlern der Bayern und des 1. FC Köln sind ja noch 50.000 Zuschauer hier, die relativ neutral sind und die in erster Linie gekommen sind, um ein spannendes und schönes Pokalfinale zu sehen. Overath, Biskup, ich höre gerade, dass wir infolge einer technischen Panne Ihnen nicht die Zeitlupe kommentieren konnten, weil sie hier auf meinem Monitor nicht zu sehen war. Aber ich hoffe, dass dieser kleine Schaden repariert wird in Kürze und bitte Sie, das zu entschuldigen. Meier. Hoeneß, Beckenbauer, Hoeneß, Uli Hoeneß mit 19 Jahren der jüngste Spieler auf dem Platz. Das war ein kraftraubender Sprint. Da kann es schon vorkommen, dass man nachher beim Schuss die volle Konzentration verliert und nicht mehr so genau trifft, wie man gerne möchte. Rupp. Eine kleine Pause, Sepp Maier und der Schiedsrichter, Sie können das im Augenblick im Bild nicht sehen, sind bei Franz Beckenbauer, der einen Puffer in den Magen bekommen hat, aber das Spiel geht weiter.
Hannes Löhr. Paritz. Und Flo. Der Eckball wird von Paritz getreten. Österreichischer Nationalspieler beim 1. FC Köln. Flohe. Paritz. Ein Blick auf die Ehrentribüne, auf der unter anderem auch der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger und Innenminister Genscher sitzen, die vor dem Anpfiff die beiden Mannschaften begrüßt haben. Wolfgang Weber. Löhr. Simmet, verfolgt von Gerd Müller. Paritz. Beckenbauer. Hoeners und Weber. Das ist wieder die Bank der Münchner Bayern. Beckenbauer. Rosko. Immer noch Charlie im Rosko. Paritz. Beckenbauer. Koppenhöfer. Das Führungstor des 1. FC Köln hat die Bayern vorübergehend aus dem Gleichgewicht gebracht. Doch jetzt kämpfen sie wieder mit dem gleichen Ungestüm wie zu Beginn dieses Pokalkampfes. Aber es fehlt etwas die Linie. Das Spiel der Kölner ist etwas klarer angelegt durch Flohe, der im Augenblick am Ball ist, und durch Wolfgang Oberath. Immer wieder Beckenbauer. Kein Bayern-Spieler ist so oft am Ball bisher wie Beckenbauer. Außerordentlich offensiv, der Libero der Bayern. Brenninger. Müller. Thank you.
Brenninger, Müller. Aber der Schiedsrichter hat längst gepfiffen. Der Schiedsrichter hat den Ball nicht zum Freistoß freigegeben. Der Spieler, ich kann nicht genau erkennen, wer es ist, um den sich der rechte Verteidiger der Bayern kümmert. Das ist Hannes Löhr, der Gegenspieler von Koppenhöfer. Die Betreuer dürfen den Platz erst betreten, wenn der Schiedsrichter ihnen das durch Zeichen erlaubt. Das war eben nicht der Fall und Sie sehen, Hannes Löhr war auch sehr schnell wieder munter. Zobel, Brenninger, Müller, Hoeneß. Meine Damen und Herren, falls Sie zwischendurch die Zeitlupe sehen sollen und ich reagiere nicht darauf, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich sehe die Zeitlupe nicht auf meinem Monitor und ich weiß deshalb auch nicht, ob sie jetzt bei Ihnen zu Hause über den Bildschirm läuft oder nicht. Bernd Rupp. Vorher abgepfiffen, kein Tor. Eine regelwidrige Attacke durch Schwarzenbeck an Bernd Rupp. Freistoß für den 1. FC Köln. Flohe. Koppenhöfer. Löhr. Roth und Wolfgang Oberath. Schwarzenbeck, Müller. Brosko, Handspiel. Das war Handspiel von Gerd Müller. Milutin Soskic hat bisher hervorragend gehalten. Der Mann, den er vertritt, Manfred Manglitz, hätte es ganz bestimmt nicht besser machen können. Müller. Heinz Flohe, der junge Nationalspieler der Kölner. Zobel. Müller. Wolfgang Weber ist ein sehr starker Gegenspieler von Gerd Müller. Zobel.
Biskup, der Libero der Kölner. Das war abseits. Abseits stand Bernd Rupp. Ja, ich finde es schon ein tolles Spiel, wie beide Mannschaften hin und her fighten. Trotz dieses Fouls von Hemmersbach an Roscoe muss man sagen, dass dieses Spiel bisher fair verlief, dass lediglich die erlaubte Härte in den Kampf getragen wurde. Hoeneß. Immer wieder Flohe bei den Kölnern, anspielbereit. Oberrat. Biskup. Ganz klarer Fall, abseits. Poppenhöfer, Brenninger, Schwarzenbeck. Hannes Löhr. Die richtige Schärfe hatte dieser Schuss von Hannes Löhr, wenn auch nicht genau die richtige Richtung. Schneller Mann dieser Löhr, übrigens der nach Rupp erfolgreichste Torschütze der Kölner in dieser Saison mit 8 Treffern. Simmet. Oberrat. Es war wieder Hannes Löhr. Im Mittelfeld der Bayern mit Hoeneß, mit Zobel, mit Roth steckt enorme Kampfkraft. Aber es fehlt dem Spiel der Bayern in dieser Region an Präzision. Biskup. Flohe. Der Schiedsrichter hat gepfiffen. Es gibt einen indirekten Freistoß. Offenbar hat der linke Verteidiger Hemmersbach gemeckert. Und ein so energischer Mann wie Biverse lässt sich das natürlich nicht bieten.
Beckenbauer. Weber. Biskup. Naja. Das waren Thielen und Brenninger. Richtige Entscheidung. Brenninger. Weber. Beckenbauer. Wir sind jetzt in der 37. Minute und falls Sie sich später eingeschaltet haben, darf ich Ihnen noch einmal sagen, die Mannschaft in weißer Spielkleidung ist der erste FC Köln. Es steht 0:0 im Pokalfinale gegen Bayern München. Entschuldigung, es steht 1:0 für den ersten FC Köln durch ein Tor von Rupp in der 14. Spielminute. Thielen. Morosko. Zobel. Wieder Morosko. Heinz Flohe. Morosko. Nochmal Morosko. Schwarzenbeck, Müller, Zobel. Zobel, der diesen brisanten Schuss abfeuerte. Eckball für die Bayern, verursacht durch Breitner, wird getreten durch den Mann mit der Nummer 7, durch Thomas Paritz. Hoeneß, Beckenbauer, tja, das war also zumindest ohne Ball gesperrt von Wolfgang Weber und es hätte wohl einen indirekten Freistoß geben müssen für die Bayern. Zobel. Breitner. Keiner ist so oft am Ball wie Heinz Flohe bei den Kölnern, der junge Nationalspieler.
der auch mit Helmut Schön auf die Skandinavienreise geht, die morgen beginnt. Rupp. Schwarzenbeck. Müller. Ja, die Kölner wirken ein wenig besonder. Die verlieren nicht die Übersicht unter den Anstürmen, unter den Attacken der Bayern. Beckenbauer. Müller. Rupp. Paretz. Biskup. Noch etwa 4 Minuten bis zum Ende der ersten Halbzeit. Das ist Charlie Mrosko, ein revolutionärer junger Mann, der sich auf dem Spielfeld und auch außerhalb des Spielfeldes so gebärdet, wie man das eben von vielen jungen Menschen heute gewöhnt ist und gar nicht mehr als so unzumutbar oder überraschend empfinden soll. Er trägt sein Herz auf der Zunge, er bändigt seine Gefühle nicht. Rupp. Und immer wieder Franz Beckenbauer. Aber ihm fehlen die Partner zum präzisen und gefährlichen, alles aufreißenden Doppelpassspiel. Das war Gerd Müller. Es ist natürlich unmöglich, einen Mann wie Gerd Müller völlig auszuschalten. Aber ich muss mich wiederholen, Wolfgang Weber hat bisher gegen den, wie man so schön sagt, Bomber der Nation ausgezeichnet gespielt. Breitner, Beckenbauer, Koppenhöfer, Oberath, Flohe, Rupp. Das ist der Rechtsaußen Paretz und Schiedsrichter Biversi pfeift zur Halbzeit. Ich glaube, wir haben in der ersten Hälfte ein spannendes, ein dramatisches Spiel gesehen. Beide Mannschaften haben bedenkenlos gefightet. Die Münchner Bayern wirken etwas ungestümer.
Vielleicht ist ihre Kampfkraft etwas höher einzuschätzen, aber die Kölner spielten durchdachter, wirkten kaltblütiger. Auf jeden Fall hatten die Zuschauer hier im Stadion, die 72.000, und ich nehme auch an, Sie zu Hause an den Bildschirmen, Ihren Spaß an diesen ersten 45 Minuten. Und wir können nur hoffen, dass die zweite Halbzeit genauso dramatisch, genauso farbig verlaufen wird. Die Kölner führen mit 1. Jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit Pfiffe für die Münchner Bayern. Im Grunde nicht ganz verständlich, denn die Spieler in den roten Hosen geben ja wirklich alles, was sie haben. Wenn ihr Spiel nicht so geschliffen läuft, wie das die Bayern-Anhänger gerne hätten und auch diejenigen Fußballfreunde, deren Herz für diese Mannschaft schlägt, dann kann man eben nichts machen. Es rollt nicht jeden Tag so, und außerdem sind ja noch 45 Minuten zu spielen. Wieder Beckenbauer. Charlie Mrosko war das, der diesen vergeblichen Versuch unternahm. Sie sehen das noch einmal in der Zeitlupe. Nein, es tut mir leid, mir wurde die Zeitlupe angesagt, aber das scheint immer noch nicht zu stimmen. Ich kann mich also bei Ihnen nur Hoppenhöfer, Biskup, wieder Charlie Mrosko, bisschen leichtfertig, was Beckenbauer und Schwarzenbeck da machten. Hoppenhöfer, der rechte Verteidiger, liegt am Boden. Der Vereinsarzt der Bayern, Dr. Spannbauer, wird vom Platz gewiesen. Ich habe das Gefühl, dass Schiedsrichter Biverse jetzt ganz hart durchgreifen muss und dass er jene Kleinigkeit pfeifen muss, wenn das Spiel nicht entgleisen soll. Zobel. Flohe, Paretz, wieder Flohe, Rupp und Abseits. Rupp, ein sehr beweglicher, quirliger Mittelstürmer, der sich immer wieder Raum verschafft gegen den frischgebackenen Nationalspieler Schorsch Schwarzenbeck. Das war keine Absicht von Gerd Müller. Ich darf Ihnen in diese Pause schnell hineinsagen, welchen Weg die beiden Finalisten gegangen sind. Bayern München kam durch Erfolge über Hessen Kassel, den 1. FC Kaiserslautern, den MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf in dieses Finale.
Und der erste FC Köln musste Reutlingen, die Frankfurter Eintracht, den Hamburger Sportverein und Schalke 04 bezwingen. Brenninger. Rosko, aber der Schütz, der Linienrichter, hat die Fahne gehoben. Abseits. Charlie Mrosko bekommt die dritte oder vierte Ermahnung. Er spielt hier den wilden Mann. Oberrat. Flohe. Hemmersbach. Rupp. Seppmeier. Er hat bisher sicher gehalten an dem Tor der Kölner. War nichts zu machen. Beckenbauer. Beckenbauer. 1:1. In der 52. Minute durch Franz Beckenbauer. Mrosko. Charlie Mrosko ist jetzt der unmittelbare Gegenspieler von Wolfgang Oberath. Die Bayern haben Rot an den rechten Flügel gezogen. Da ist Rot jetzt am Ball. Zobel.
Beckenbauer. Breitner. Der linke Verteidiger Breitner. Sie sehen die Zeitlupe noch einmal. Breitner. Und Soskic, der Jugoslawe, der lange Jahre zu den besten Torhütern der Welt gezählt hat, heute in großartiger Form. Rupp für die Bayern geht es um eine Siegprämie von 10.000 Mark pro Spieler. Flohe. Und Biskup. Wir sehen das noch einmal in der Zeitlupe. Flohe. Das hätte das 2:1 für die Kölner sein können. Flohe, bisher der beste Spieler des ersten FC Köln. Er hat sich nicht verletzt. Beckenbauer. Mrosko. Und Eckball verursacht durch Oberath. Charlie Mrosko, übrigens der einzige Spieler der Münchner Bayern, der noch nie in einer Nationalmannschaft stand, sei es Jugend, Junioren, Amateur oder A-Nationalmannschaft. Brenninger, wir sehen das noch einmal. Und Brenninger ist der Spieler, der den Ball zu hoch zieht. Gerd Müller, Brenninger, Breitner, Breitner, der zum Aufgebot von Helmut Schön gehört für die Skandinavienreise der deutschen Nationalmannschaft, ein junger Spieler, der als Libero in der Jugendauswahlmannschaft spielte und der sich gerade in den letzten Wochen sehr stark verbessert hat. Ja, das war eine sehr rücksichtslose Attacke von Charlie Mrosko auf Kölns Torwart. Und es ist zu hoffen, dass Milutin Soskic nicht ernsthaft verletzt ist und weiterspielen kann, denn die Kölner haben nur noch ihren Amateur-Torwart Horst Holubek in Reserve.
Hier wieder ein Blick auf die Ehrentribüne. Rechts am Bildrand Sepp Herberger, vor ihm der frühere Postminister Richard Stücklen. Und Beifall für Soskic. Er scheint noch ein wenig benommen. ...33 Jahre ist Milutin Soskic jetzt, seit 1966 beim 1. FC Köln. Seine Frau will jetzt nach Jugoslawien zurück und deshalb ist es sehr fraglich, ob er noch einen Vertrag unterzeichnet bei den Kölnern. Wahrscheinlich nicht. Hemmersbach. Hannes Löhr. Udo Lattek. Trainer Lattek erregt sich, weil Roth nicht auf seinen Gegenspieler achtet. Sind jetzt 62 Minuten gespielt und falls es am Ende der regulären Spielzeit unentschieden stehen sollte, dann wird dieses Spiel um 2x15 Minuten verlängert. Ein Elfmeterschießen gibt es allerdings nicht, denn jetzt die gelbe Karte für Charlim Rosko. Die erste Verwarnung. Ich darf das zu Ende führen. Wenn es also am Ende der Verlängerung auch noch unentschieden stehen sollte, dann gibt es kein Elfmeterschießen, sondern das Spiel wird dann im August in Berlin neu angesetzt. Immer wieder Beckenbauer. Große Klasse, Kaiser Franz, der Mann mit den 50 Länderspielen. Ich habe ihn selten so offensiv gesehen wie in diesem Pokalfinale. Und jetzt in der zweiten Halbzeit, da spielen die Bayern auch etwas geschickter. Sie variieren den Spielrhythmus. Sie stürmen nicht mehr so monoton, wie das über weite Strecken in der ersten Halbzeit trotz der bewundernswerten Kampfkraft der Fall war. Simmet. Sepp Maier und Soskic, zwei hervorragende Torleute. Gegen sie ein Tor zu schießen, ist alles andere als einfach. Der
Der rechte Kölner Verteidiger Thielen. Vermutlich ist er mit seinem Knie gegen den Schuh von Brenninger geschlagen. Und das verursacht diesen kurzen vorübergehenden Schmerz. Rupp. Biskup und Roth. Foul. Foul von Roth, Freistoß für die Münchner Bayern aus dem eigenen Strafraum. Masseur Hansch kniet bei Libero Biskup. Die 72.000 Zuschauer im Stuttgarter Neckarstadion bezahlen ungefähr 550.000 Mark an Eintrittsgeldern. Dazu kommt noch ein fettes Fernsehhonorar. Die Einnahmen werden in drei Teile geteilt. Hier ein Drittel für die beiden Vereine und ein Drittel für den DFB. Flohr! Die Bayern wechseln aus. Auf dem Platz mit der Nummer 14 jetzt Edgar Schneider. Für ihn macht Roth Platz. Und Beckenbauer. Ja, ganz so schnell ist Uli Hoeneß nicht. Das ist Roth, der sich gerade seinen Trainingsanzug anzieht. Neben ihm Johnny Hansen, der dänische Nationalspieler, der heute auf der Reservebank sitzen muss, weil man Breitner und Koppenhöfer für besser gehalten hat. Und beide haben auch bisher gute Leistungen gezeigt. Foul von Simmet an Morosko. Charlie Morosko benimmt sich nicht immer, wie man das von einem untadeligen Sportsmann erwartet, aber was er hier heute leistet, das imponiert. Oberath. Paretz. Flohr und Zobel. Flohr der produktivere von beiden. Am Ball Schneider. Right.
Beckenbauer. Toppenhöfer. Bayern München ist, falls Sie das nicht wissen sollten, der erfolgreichste Verein im Kampf um den DFB-Pokal, der heute zum 28. Mal ausgespielt wird. Die Bayern wurden 4-mal deutscher Pokalmeister. Das gelang keinem anderen Club. Roscoe. Schneider, Amateurnationalspieler. Zobel, Müller, Zobel. Ganz klare Tätigkeit von Koppenhöfer an Kölns Linksaußen auf dem und Schiedsrichter Biversi schickt den Verteidiger vom Platz. Eine ganz klare Entscheidung. Das darf man sich nicht erlauben auf dem Fußballplatz. Da sitzt der Sünder. Da sitzt der Sünder auf der Bank. Herbert Koppenhöfer. Ein Mann, der bekannt ist für seine Härte. Aber das war nicht hart. Das war ein ganz gemeines Foul. Tja, und das gibt natürlich jetzt einen ganz neuen Aspekt. 11 Kölner gegen 10 Spieler von Bayern München im Pokalfinale. Flohe. Wieder sehen wir Koppenhöfer. Das ist natürlich außerordentlich bedauerlich. Denn wenn es diesem Spiel auch vielleicht Entschuldigung. Wenn es diesem Spiel auch vielleicht an der spielerischen Klasse fehlte, so war es doch bisher ein unglaublich dramatischer Kampf. Ein spannendes Spiel, wie man es sich interessanter und farbiger kaum wünschen kann. Und es ist natürlich bedauerlich, dass die Münchner Bayern jetzt mit 10 Mann weiterkämpfen müssen. Oberath. Simmert. Thielen. Simmet. Hemmersbach. Matthias Hemmersbach, der linke Verteidiger. Ein aggressiver Mann heute.
Schiedsrichter Biversi lässt weiterspielen, meines Erachtens zu Recht. Beckenbauer. Schneider. Zobel. Müller. Brenninger tritt diesen Freistoß. Sie sehen es auf der Uhr, noch 14 Minuten zu spielen im Stuttgarter Neckarstadion. Löhr und Hoeneß. Simmet. Wenn man diesen verbissenen Kampf sieht, dann soll man es kaum für möglich halten, dass vor wenigen Wochen noch die Kölner in München mit 0:7 unterlagen. Den jungen Mann, den Sie eben im Bild sahen, das ist Kapellmann. Er läuft sich warm, er ist noch an der Seitenlinie. Morosko. Schneider. Simmet. Löhr. Uli Hoeneß ist jetzt der Gegenspieler von Hannes Löhr für den ausgeschiedenen rechten Verteidiger Koppenhöfer. Das ist Kapellmann mit der Nummer 14. Er kommt für Simmet auf den Platz. Beim 1. FC Köln für Simmet mit der Nummer 14 Kapellmann. Da sehen wir Simmet. Er hat im Mittelfeld eine gute Partie geliefert gegen den starken Uli Hoeneß, aber er war wohl der Kölner Mittelfeldspieler, von dem am wenigsten Linie in die Aktion seiner Mannschaft getragen worden ist. Die beiden spielbestimmenden Leute waren Oberath und in weitaus stärkerem Maße Flohe. Beckenbauer. Emmersbach.
Ja, Flohe sitzt im eigenen Strafraum. Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, aber Flohe ist inzwischen schon aufgestanden. Da sehen wir ihn. Er ist wieder im Spiel. Die Stimme, die Sie da hörten, die gehört Udo Lattek, dem Trainer der Münchner Bayern. Ist nicht so ganz einfach, bei einem derart aufregenden Spiel auf der Bank zu sitzen. Da sehen wir Udo Lattek. Thielen, Kapellmann, wieder Thielen. Der rechte Verteidiger Thielen. Wir sehen noch einmal die Zeitlupe. Thielen, ein Verteidiger mit Stürmerblut. Spiel von Thielen. Sie haben das wahrscheinlich selbst gehört. Rainer, das ist Zobel, nur im Mittelfeld bleiben, nicht mehr steil gehen. Offenbar hat Udo Lattek jetzt doch ganz auf Sicherheit umgeschaltet. Es ist auch verständlich, denn er muss mit 10 Spielern über die Runden kommen und er wird natürlich versuchen, dieses Unentschieden über die Zeit zu retten. Udo Lattek, sehen Sie das Bild zu der Stimme, die Sie eben wiederholt hören konnten. Thank you.
nicht warm, Toni, und Toni ist mit drin. Nein, du bist doch nicht warm. Toni, Jacke raus, Toni. Noch 5 Minuten in diesem dramatischen Finale. Wolfgang Weber. Kapellmann. Roscoe. Gerd Müller. Kapellmann und Thielen beteuern ihre Unschuld. Natürlich war es ein Foul, aber ein Foul, wie es x-mal vorkommt. Hier kommt Johnny Hansen mit der Nummer 13. Udo Lattek macht natürlich jetzt davon Gebrauch, seinen zweiten Spieler auszuwechseln, denn das ist ein Mann, der mit frischen Kräften ins Spiel kommt. Es ist nicht zu sehen. Uli Hoeneß scheint es, der ihm Platz machen muss. Jawohl, Uli Hoeneß, der aus dem Sturm zurückging in die Verteidigung für Koppenhöfer. Und jetzt nimmt Hansen diesen Platz in der Verteidigung ein. Er ist gewissermaßen ein gelernter Verteidiger. Paritz. Pass auf, Edgar! Toni, der kommt da, Toni! Flo. Noch 3 Minuten bis zum Ende der regulären Spielzeit. Thielen ist das. Schwarzenberg. Biskup. Das ist Ernst Ortschwirk, der Trainer des 1. FC Köln. Beckenbauer, Müller, Beckenbauer, Müller. Nach meiner Stoppuhr jetzt noch 60 Sekunden bis zum Ende der regulären Spielzeit, aber es ist natürlich möglich, dass Schiedsrichter Biversi etwas nachspielen lässt.
Wolfgang Weber und Gerd Müller. Biskup. Flohe. Müller und Biskup. Wir zeigen diese Szene noch einmal in der Zeitlupe. Biskup und Gerd Müller. Nun, die sind beide zu Boden gegangen und ich glaube, einen Elfmeter zu geben in dieser unübersichtlichen Situation, das wäre sicher nicht am Platz gewesen. Inzwischen der Schlusspfiff. Wir werden jetzt eine Verlängerung sehen von 2x15 Minuten. Die Bestimmungen sagen, Sie sehen, es ist schon wieder gewählt worden. Die beiden Kapitäne Wolfgang Oberath und Franz Beckenbauer haben erneut ausgelost für die Verlängerung. Die Bestimmungen sagen...